Moin Leute, heute geht's um die kinetische Energie. Was heißt eigentlich kinetische Energie? Gibt's das auch auf Deutsch? Klar, gibt es auch. Kinematik ist altgriechisch für Bewegung. Und die kinetische Energie ist die Bewegungsenergie. Das sagt doch schon viel mehr aus. Wenn sich etwas bewegt, dann hat es eine Energie. Das kann man auch ausrechnen. Nehmen wir einfach mal einen 400 Gramm schweren Fußball, der mit 15 Meter pro Sekunde auf ein Tor fliegt. Wie gerade eben gesagt, ist die Masse m des Balls 0,4 Kilogramm und seine Geschwindigkeit v sind die 15 Meter durch Sekunde. Folgendes Szenario. Wenn wir den Ball jetzt ins Gesicht bekommen, dann tut das weh. Also muss der Ball eine Energie haben, die an unser Gesicht weitergibt. Kann wohl jeder aus dem Sportunterricht bestätigen. Welche Energie hat der Ball jetzt aber? Wir klatschen euch einfach mal die Formel hin. E kinetisch ist 1/2 mal m mal v Quadrat. Das ist sie. Setzen wir einfach mal ein. Ekin gleich 1/2 mal 0,4 Kilogramm mal 15 Meter durch Sekunde im Quadrat. Das hacken wir in den Taschenrechner und bekommen die Energie des Balls raus. Das sind 45 Kilogramm mal Meter im Quadrat durch Sekunde im Quadrat. Oder kurz 45 Joule. Eigentlich ganz simpel. Jedes Objekt mit der Masse m und der Geschwindigkeit v hat nach dieser Formel die kinetische Energie e. Die Formel müsst ihr im Schlaf können. Drehen wir den ganzen Spieß aber mal um. Sagen wir messen die Energie unseres Fußballs, wenn er an die Latte vom Tor knallt. Da können wir eine Energie von 100 Joule messen. Mit welcher Geschwindigkeit hat er dort jetzt eingeschlagen? Naja, rechnen wir es doch kurz aus. Es gilt unsere große E-Kin-Formel. Den Kram formen wir jetzt mal um. Zuerst auf beiden Seiten mal 2, damit es 1/2 wegfällt. Jetzt noch durch M. Wir wollen ja, dass V alleine auf einer Seite steht. Und jetzt keine Panik vor dem Quadrat haben. Das hat mehr Angst vor euch als ihr vor ihm. Ihr müsst eigentlich nur die Wurzel auf beiden Seiten ziehen. Gibt dann das. Und die Wurzel könnt ihr dann einfach mit dem Taschenrechner ausrechnen. Also alles einsetzen. Und wenn wir das in den Taschenrechner hacken, dann kommt eine Geschwindigkeit von 22,4 Meter pro Sekunde raus. Das ist eine ordentliche Geschwindigkeit. Das sind rund 80 km/h. Ist zwar noch kein Bundesliga-Profi, aber doch ein strammer Schuss. Der tut weh. Und so Dinge kann man damit ausrechnen. Man kann natürlich auch die Masse des Balls ausrechnen, wenn man die Geschwindigkeit und die kinetische Energie hat. Einfach die Formel nach m umstellen. Am besten macht ihr das mal alleine. Könnt mal eure Lösung in die Comments schreiben. Wir werden dann eine anschauliche Lösung von einem von euch mit Hashtag sehr gut Watson kommentieren. Was ihr aus dem Video jetzt mitnehmen müsst, ist folgendes. Die kinetische Energie oder auch Bewegungsenergie genannt, ordnet jedem Körper der Masse m und der Geschwindigkeit v eine Energie in Joule zu. Das geht durch diese Formel. Und die kann man natürlich umformen.